Ich brauch mehr Geld. Er war schroff, auf Krawall gebürstet und unangepasst. Dennoch auf seine Art auch irgendwie liebenswert. Auf jeden Fall nahm er kein Blatt vor den Mund und sprach schonungslos aus, was er dachte. Wir sprachen damals mit dem Sänger von Hey Boss, ich brauch mehr Geld, während eines Auftrittes im Brandenburger Theater. Und was für ein Omen, kurz zuvor war Schlagersänger Bernd Klüver an den Folgen eines Treppensturzes gestorben und Gabriel hatte sich dazu gegenüber SKB nicht gerade charmant geäußert. Warum ist Bernd Klüver neulich von der Treppe gefallen? Bestimmt nicht, weil er nüchtern war. Ja, aber warum war er? Aber warum kann man sich überhaupt so besaufen, dass man von seiner eigenen Treppe runterfällt? Also, da hat es ja Gründe gegeben. Natürlich hat es Gründe gegeben. Mhm. Ich frage mich natürlich, warum hat der Idiot mich nicht angerufen, dass er Songs braucht? Ich hätte ihm welche schreiben können. Man muss fleißig sein. Gabriel selbst konnte sich von dem Genickbruch nicht mehr erholen. Er starb in einem Hannoveraner Krankenhaus. Der Sänger, der wie kein anderer polarisierte, war dennoch mit seiner Reibeisenstimme ein ganz großer. Seine Songs werden unvergessen bleiben. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld.